Herzlich willkommen bei Mediashop TV, Ihrem Ansprechpartner für Haushaltsartikel und Reinigungsutensilien, die Sie im Haushalt eigentlich nicht brauchen, aber haben müssen. Nein, Scherz. Herzlich willkommen bei Reinigen wie ein Profi. Ich war mal wieder in den Tiefen des Internets unterwegs und habe dieses wunderschöne Gerät gefunden, was ich natürlich auch unbedingt kaufen musste, um es euch hier vorzuführen. Das Gerät stammt von Temo und ich war derart begeistert von der Beschreibung, dass ich es unbedingt kaufen musste. Was hat man hier? Einmal diesen wundervollen Eimer. Das ist eine Trommel, die man zum Rotieren bringt. Also folgendes. Laut der Beschreibung ist das ein Doppelleistungs-Power-Mop, der selbstständig trocknet und auch den Mop auswäscht. Das Besondere an diesem Hightech-Spielzeug sind zum Beispiel diese Rollen. Dann, wie gesagt, diese Nicht-Edelstahl-Trommel, die dann rotiert. Den Mechanismus werde ich euch gleich zeigen. Und quasi hier noch euer Reinigungswasser, was da reinkommt. Was mir noch besonders aufgefallen ist, das hier hat keine Trennung. Das heißt, wenn man hier seinen Mop auswäscht, landet der ganze Dreck in euren sauberen Wasser und dann dürft ihr wieder den Dreck rausholen, wieder auswaschen und damit eure Fläche bearbeiten. Richtig gut und innovativ finde ich auch diesen Stopfen hier, dass man sich nicht wirklich quälen muss und das Wasser durch leichtes Kippen des Eimers ablaufen kann. Begeisterung pur. Zum Mechanismus an sich. Da gibt es einmal diesen Verschluss, den öffnet ihr. Und anscheinend ist hier ein gelagertes Gewinde. Sobald man es runterdrückt, rotiert es. Natürlich andersrum, dann rotiert eben dieser Kopf. Leider ist es mir schon kaputt gegangen, wie man schön sehen kann. Schade, schade. Deswegen widme ich diesem Gerät auch das Video, bevor es dann auf dem Sperrmüll landet. Ich zeige euch mal noch kurz. Ich bin da jetzt sehr vorsichtig. Ich muss es hier natürlich noch einsetzen gleich. Hier ist es gebrochen. Das ist ja, Plastik, was ungefähr einer Dicke von 2 mm entspricht. Aber was erwartet man denn von einem Gerät, das 19 Euro kostet? Diesen Mop, diesen Fransen, naja, es ist eigentlich eine Art Spaghetti-Mop. Ich weiß gar nicht, ich denke mal, vorsichtig, so, kriegt man den hier ab? Natürlich nicht. Er lässt sich nicht entfernen, aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, weil eben wir eine Special-Trommel haben, die einer Waschmaschinentrommel gleicht und mit dieser kann man dann das immer auswaschen und es bleibt immer sauber. Genial. Richtig genial. MacGyver wäre stolz. So, jetzt muss ich wieder aufpassen. Und so ist es drin. Na gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das schöne Gerät im Einsatz an. Ich hoffe, ihr seid gehypt. Extra für euch habe ich ein bisschen auch mit der Chemie überdosiert. Das heißt, man taucht das wunderschöne Reinigungsgestell hier ein, nimmt die ganze Flüssigkeit auf. Vorsichtig. Zum Thema Holzboden, der ist versiegelt, keine Panik, und der kommt raus. So. Und dann kommt er hier so in die Trommel, ne? Dann einmal hier öffnen. So. Und dann wie ein Irrer rotieren. So, eine schöne 8 ist auch da drin. Und tatsächlich
Es ist wegen der Zentrifugalkraft, wer hätte es gedacht, etwas trockener geworden. So, dann, wir haben hier Rollen, wir können das rollen. Vorsichtig, sonst schwappt es über. Habe ich ja schon gesagt, dass ich eigentlich Spaghetti-Mops seit meiner Ausbildung hasse. Und jetzt wischen wir das Ganze. Oh, hier ist auch schon was kaputt. Moment, ich zeige es euch hier. Hier. Na gut. Das Ding, das bricht auseinander. Verdammt. Wie zeige ich es euch denn am besten? So, hier. Yeah. Wir haben größtmögliche Fläche. Kann man ja mal ausrechnen, wie viel Fläche damit gereinigt wird. Der Boden ist ja selbst schon sauber. Und dann hat man halt hier ein bisschen Dreck, ne? Dann geht man wieder hin. Noch hat man sauberes Wasser. Tunkt das ein. Und rotiert das Ganze. Nicht öffnen vergessen. Wahrscheinlich ist das ja auch so passiert, dass man vergessen hat zu öffnen und dann voll reingedrückt hat. Hoffe ich mal, dass es nicht der Qualität geschuldet ist. Und dann lässt man schön den ganzen Dreck wieder ins saubere Wasser wandern. Und weg. Und wieder wischen. So. Ja, genial, genial. Potenziale ist da, aber ich sage mal, bei Max, ich meine, es waren 18 Euro oder 20 Euro. Ja, da kann man jetzt nicht großartig Qualität erwarten. So ist es leider. Das Konzept an sich ist aber nicht schlecht. Verbesserung wäre halt, dass man eben hier eine Trennwand zum Beispiel einbaut. Sozusagen, dass man eine Kammer fürs Dreckswasser hat und eine Kammer fürs frische Wasser. Und natürlich sollte auch die Trommel hier aus Edelstahl sein. Sonst garantiere ich euch, das Ding fängt nach einem halben Jahr an zu rosten. Vorher war es silbern. Ja, ich sage mal, Temo Top oder Temo Schrott. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sage ich mal, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber. Ciao.